Jedes Wochenende in Deutschland. Ganz normale Menschen im Wettkampf. Breitensportler. Es geht um Spaß und Gesundheit. Vielen um Erfolg. Und manchen ist dabei jedes Mittel recht. Auch Doping. Es gibt einen Medikamentenmissbrauch in einigen Teilen. Und das andere sind sicherlich Dopingmethoden, die man auch aus dem Profisport kennt. Der Handel mit Dopingmitteln blüht. Man glaubt da wirklich, es ist eine Art Zauberpille da zur Verfügung zu haben. Und das gibt es einfach gar nicht. Die Gefahren für die Gesundheit werden verdrängt. Doping ist mittlerweile auch im Breiten- und Freizeitsport zum Flächenbrand geworden. Wie weit gehen Hobbyathleten? Welche Risiken nehmen sie in Kauf? Fünf Uhr früh. Für 2.500 Sportler wird es ein harter Tag. Start zum Triathlon, dem Trendsport. Seit Jahren recherchieren wir im Profisport, wissen, gerade Ausdauersportler greifen oft zu Doping. Aber gilt das auch für den Freizeitsportler? Triathlon fordert einen hohen Einsatz, langes Training, eine teure Ausrüstung, manche Räder kosten über 10.000 Euro. Triathlon ist die Herausforderung. Von Jahr zu Jahr werden es mehr Athleten, die ihre eigenen Grenzen erfahren wollen. 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Rad und ein ganzer Marathon. Eine fast unmenschliche Belastung für Normalbürger, für ganz normale Sportler. Warum sollen da Mittel zur Leistungssteigerung keine Rolle spielen? Medikamente ist für mich kein Thema. Also so die Versuchung, auf irgendwie auf einer Dopingliste irgendwas zu nehmen, was einem dann hilft oder so, das überhaupt ist nicht. Versuchen bekommen. Gegenteil, ich verpöne das. Nein, um Gottes Willen, das wäre für mich persönlich wäre das ein Betrug. Selbst für mich, also ein innerer, eigener Betrug. Das macht ja in dem Bereich keinen Sinn als Hobbyathlet. Was soll das? Ich bin 10 Minuten schneller und mache mich kaputt. Alles sauber, also, oder? Auch bei vielen Breitensportlern ist der Anspruch hoch. Konzentration, Nervosität, Anspannung unmittelbar vor dem Start. Aber auch die Angst, der Herausforderung nicht gewachsen zu sein. Offen will keiner mit uns darüber reden. Deshalb recherchieren wir weiter, bohren nach. Reden mit vielen aus der Szene, mit Insidern. Denn Doping findet im Verborgenen statt, in geschlossenen Kreisen. Rezeptpflichtig muss es sein. Was wir suchen, sind Sportler, Breitensportler, die Erfahrung haben mit medikamentöser Unterstützung, mit Dopingmitteln. Am besten einfach mal. Hinter vorgehaltener Hand bestätigen uns viele, Doping ist auch im Breitensport ein großes Problem. Doch vor die Kamera will niemand. Wir schalten Anzeigen, im Internet, in Foren. Für einen ZDF-Film suchen wir einen Triathleten oder Marathonläufer mit Doping-Erfahrung. Wir garantieren Anonymität und warten. In der Zwischenzeit besuchen wir die Thomas Edison Realschule. Die Schüler der Fitness AG bekommen Aufklärung in Sachen Doping. Hier treffen wir Jörg Börjesen, der selbst schlimme Erfahrungen mit Doping gemacht hat. Er begann als Jugendlicher zu dopen. Zunächst fing es harmlos an. Er suchte Anerkennung. Ich konnte da einfach nicht mithalten, aufgrund meines Asthmas. Und da hieß es immer, der Jörg ist in Ordnung, aber beim Fußball können wir ihn nicht gebrauchen. So wurde er Kraftsportler. Also so habe ich angefangen. Und seine Muskeln wuchsen. Nach einem Jahr Training, da war jemand eingeladen, den kannten wir aus den Fitnesszeitschriften. Und der hat dann praktisch im Umkleiderraum aus der Trainingstasche heraus, dass wir dann schon unsere ersten kleinen Tablettchen bekommen haben. Diese kleinen Pillchen, sag ich mal, sahen so harmlos aus. Börjesson war naiv und blauäugig, nahm all diese Pillchen. Steroide, Wachstumshormone und Zeug, von dem er noch nicht einmal wusste, was es war. Heute, 20 Jahre später, warnt er an Schulen und in Vereinen vor den Folgen und den Verlockungen von Doping.
Die wollen einfach dann auch mit den Jüngeren mithalten. Die trainieren zum Beispiel gar nicht, sitzen den ganzen Tag am PC und glauben dann irgendwie über Anabolika, Dopingkuren, irgendwie eine Art Zauberpille, ganz schnell irgendwie eine Leistung abzurufen. Unabhängig vom Beruf, von Sport und auch von der Intelligenz. Börjesson ist überzeugt, Doping ist Alltag vieler Hobbysportler. Auch weil Mittel und Wissen frei verfügbar sind. Als Beleg zeigt er uns das Standardwerk der Szene, frei im Buchhandel zu kaufen. Doping leicht gemacht, auf 800 Seiten. Auch die zweite Auflage ist bereits vergriffen. Vom Büro aus wollen wir testen, wie leicht man an die Mittel kommt. Mit wenigen Klicks im Internet sind wir drin in der Welt des Dopings. Jedes Mittel wirkt anders, doch alle steigern die körperliche Leistung künstlich. Und es sind unzählige Mittel für die Höchstleistung aus dem Medizinschrank. EPO, Testosteron, Wachstumshormone, Steroide, Mittel für Kraft und Ausdauer. Die Nachfrage ist hoch, zum Teil ausverkauft. Andere werden mit Rabatt angeboten. Es konkurrieren viele Anbieter im Netz. Wir bestellen nichts. Der Kauf von Dopingmitteln und deren Einfuhr ist strafbar. Dennoch kommen Dopingmittel jeden Tag aus aller Welt nach Deutschland. Gerade erst wurde bei Hamburg ein Dopinglager ausgehoben. Die zuständige Zollfahndung zeigt uns einen Teil der sichergestellten Waren. Der Handel mit Dopingmitteln ist lukrativ. Hier kann man natürlich erhebliche Gewinne damit erzielen. Es geht von 100% bis zum Teil bei einigen Produkten auf mehrere 1000%. Wir wollen wissen, wie die Dopingmittel auf den Markt kommen. Der Fahnder zeigt uns das Video einer Razzia, eine sogenannte Dopingküche in einem feuchten Keller. Die Wirkstoffe unhygienisch gelagert, ohne ausreichende Kühlung. Es ist ein beispielhafter Fund für ein Geschäft, das in ganz Deutschland so oder so ähnlich funktioniert. Die Grundsubstanzen, die kommen aus Asien, Osteuropa. Sie kommen hier rein, sie werden falsch deklariert und eingeschmuggelt. Dann werden sie von dem Einführer in solche Fläschchen verpackt, in diese ganz normalen Ampullen, die dann beklebt werden mit Etiketten. Und dann wird es in solche Kartons verpackt. Und dann ist es an und für sich fertig für die Abgabe an den Endverwender. Es hat den Anschein, als wenn es ordnungsgemäß aus einer Apotheke kommt. Es ist organisierte Kriminalität, meint der Fahnder. Ähnlich dem Handel mit Drogen. Nur den Dealer trifft man nicht. Im Internet wird bestellt bei den entsprechenden Vertreibern und dort wird auch bezahlt. Die Bezahlung erfolgt in der Regel auch im Postversand, anonym, im Voraus. Und hinterher bekommt er die Ware von diesem Vertreiber auch im Postversand, ebenso anonym. Frankfurt Flughafen. Internationales Drehkreuz für Waren aller Art. Fast ausnahmslos kommen die Grundsubstanzen aus dem Ausland, werden nach Deutschland eingeschmuggelt. Die Chancen, den Banden das Leben zu erschweren, ist gering. Aus der Menge an Paketen muss der Zoll die richtigen herausfischen. Fast unmöglich. Das ist häufig diese berühmte Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen, da haben Sie ganz recht. Aber die Kollegen haben natürlich die entsprechende Erfahrung, die Pakete rauszufiltern. Wenn sie unsicher sind, werden die Pakete kontrolliert in einem Röntgengerät. Und dann sind sie in der Lage, das durchaus einzuordnen und auch rauszufischen aus der großen Menge der Pakete, die hier eintreffen. Beim Zoll ist man wachsam. Daher werden sie fündig, immer häufiger bei immer mehr Dopingmitteln. Wir fragen uns, wenn das Angebot so enorm steigt, wo sind die Abnehmer? Riesenfreude in Regensburg. Nach 3,8 Kilometern Schwimmen folgt die zweite Disziplin des Triathlon, das Radfahren. Die meisten haben über ein Jahr auf diesen Tag hin hart trainiert, Entbehrungen in Kauf genommen, Berufliches, Privates hinten angestellt. Ob auch hier manche der Verlockung von Doping erlegen sind? Offiziell gibt es unter Breitensportlern so gut wie keine Dopingfälle. Um den Sport nicht ins Gerede zu bringen, lassen Veranstalter Hobbyathleten schriftlich versichern, dass sie keine verbotenen Mittel genommen haben. Überprüft wird das fast nie.
Die Veranstalter verdienen gut an den Athleten. Ein Dopingfall wäre schlecht fürs Geschäft. Einer der erfolgreichsten Veranstalter in Deutschland ist Kai Walter. Er weiß, dass auch Breitensportler dopen. Aber er ist auch Geschäftsmann. Ein Zwiespalt. Ich denke, es ist einfach so, es wäre eine Illusion zu sagen, es wäre nicht da. Aber ich denke, es ist keineswegs flächendeckend. Es gibt so viele ehrliche Athleten, die das aus Lust am Sport machen. Und davon bin ich überzeugt, dass das die ganz, ganz große Mehrheit ist. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch einen abschreckenden Faktor. Es gibt Medikamentenmissbrauch in einigen Teilen. Und das andere sind sicherlich Dopingmethoden, die man auch aus dem Profisport kennt. Kai Walter lässt seine Teilnehmer kontrollieren, gibt dafür einige tausend Euro aus. Per Zufall wurden 20 Athleten für eine Blutprobe ausgelost. In den letzten Jahren konnte er so mehreren Hobbyathleten Doping nachweisen. Doch Walter ist die Ausnahme im Breitensport. Am Rande eines Waldes warten wir auf den einzigen Freizeitsportler, der sich auf unsere Anzeige hin gemeldet hat. Er ist bereit, vor der Kamera zu sprechen. Ihn ärgert die Scheinheiligkeit im Sport. Trotzdem, auch er möchte unerkannt bleiben. Wir nennen ihn Frank. Im Job ist er ein erfolgreicher Geschäftsmann. Und Erfolg will er auch im Sport. Seit 10 Jahren läuft er. Stadtläufe, Marathon, auch Triathlon. Frank ist ambitioniert. Und ab wann haben Sie gemerkt, dass es mit Training allein einfach nicht mehr weitergeht? Relativ schnell. Also die Fortschritte am Anfang sind sehr, sehr schnell. Man kommt schnell auf ein gewisses Leistungsniveau. Aber darüber hinaus muss man dann A, am Training was ändern und B, am Drumherum. Frank beschloss, mit Doping nachzuhelfen. Von einem Trainingskollegen bekam er erste Präparate. Seitdem greift er ohne Skrupel regelmäßig zu verbotenen Mitteln. Haben Sie da nicht irgendwie Bedenken, wenn Sie versuchen, hohe Platzierungen zu erreichen und gleichzeitig, was nehmen Sie betrügen ja? Ich gehe erstmal davon aus, dass die, die ambitioniert sind, auch alles unternehmen, um weiter vorne zu sein. Wenn man in Gesprächen mit Sportkollegen zwischen den Zeilen liest, drängt sich der Eindruck auf, dass viele von denen eben auch nachhelfen. In einem nahegelegenen Hotel zeigt er uns seine Dopingmittel. Jetzt haben wir hier Testosteron. Das ist ein Ephedrin, ein Aufputschmittel, ein Amphetamin und ein Inhalator mit Asthma-Spray. Wir sind überrascht. Die Dopingmittel, die Frank uns zeigt, sind keine illegalen Importe. Es sind allesamt verschreibungspflichtige Medikamente aus einer normalen Apotheke. Als Medikament nimmt man 8 bis 10 Tropfen. Als Dopingmittel nimmt man dann 17 bis 20 Tropfen. Ein bisschen in den Kaffee, weil es ist relativ bitter. Und so wird der Genuss erträglich. Das nehme ich vor jedem Wettkampf. Nur vorm Wettkampf? Nur vorm Wettkampf, unmittelbar. Das wirkt wie wie Kokain. Es putscht auf, es macht wach, es pusht den Puls nach oben. Ich habe also Möglichkeiten, mit diesem Mittel etwas intensiver zu laufen. Ein legales Medikament, entwickelt, so versichert uns der Hersteller, ausschließlich für krankhaft Übergewichtige, nicht zum Dopen von Sportlern. Und dennoch wird es offenbar missbraucht. Gewissheit bekommen wir bei der Apothekenkammer. Das ist ein sogenannter Appetithemmer, also ein Mittel zum Abnehmen eigentlich. Das ist ein Ephedrin-ähnlicher Stoff und Ephedrin ist der zur Leistungssteigerung allgemein bekannt, kann ich fast sagen, auch in Sportlerkreisen. Und das führt halt einfach dazu, dass man mehr Leistung bringt, als man ohne dieses Mittel bringen würde. Eigentlich braucht man dafür ein Rezept. Frank hat das Mittel von einem Apotheker bekommen. Einfach so. Geht das? Wenn Sie den Kollegen finden, der es Ihnen einfach so gibt, wäre es ein einfacher Weg. Wenn Sie einen Arzt finden, der es aufschreibt, dann müsste die Apotheke dieses Rezept beliefern. Das heißt, sie müsste es Ihnen geben. Viele legale Medikamente können zum Dopen missbraucht werden, erklärt uns die Apothekerin. Eine totale Kontrolle sei nicht möglich. Genau.
Jörg Börjesson hat 5 Jahre lang gedopt. Er wollte mehr Muskeln, mehr Körper. Dann kamen die Nebenwirkungen der Dopingmittel. Es fing an mit unkontrolliertem Nasenbluten. Dann chronische Magenentzündungen, Organ- und Gelenkschäden. Ihm wuchsen weibliche Brüste. Gynäkomasie, sagen Mediziner zu den Folgen jahrelangen Anabolika-Konsums. In einer teuren Operation mussten ihm 400 Gramm verhärtetes Drüsengewebe entfernt werden. Das stark erhöhte Risiko für Brustkrebs ist ihm geblieben. Wie oft verflucht man dann so einen Tag, dass man für die 3, 4, 5 Jahre Mittel genommen hat und den Rest seines Lebens dafür zahlen muss? Ja. Ich bereue es natürlich, damals dieses ganze Zeug da eingenommen zu haben. Deswegen habe ich das auch damals, ich hatte auch diese Operation, da hatte ich so eine Angst vor gehabt. Ich habe das deshalb auch dokumentieren lassen, weil ich dachte, ich überlebe es nicht. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre mir noch zustehen. Und, aber solange ich noch rhetorisch irgendwo in Aktion treten kann und ich kann die Jugendlichen erreichen, solange werde ich das auch machen. Das ist einfach meine Aufgabe, meine Mission, die ich für mich sehe, dass die Jugend es halt besser machen kann. Körperlich ist der heute 45-Jährige ein Wrack, die Folge seines Selbstbetrugs. Für 5 Jahre Sport mit Dopingmitteln zahlt er ein Leben lang. Vielen Breitensportlern geht es nicht um Geld oder Verträge. Es zählt der persönliche Erfolg. Aus Eitelkeit und zur Selbstbestätigung. Sport ist da längst keine Nebensache mehr. Tausende Euro geben sie für ihr Hobby aus. Auch Frank setzt sich unter enormen Druck. Er will besser sein als andere, das Maximale herausholen aus seinem Körper. Erreichen, was irgendwie nur geht. Würden Sie sagen, Sie sind besonders ehrgeizig? Ich sag mal, ich gehöre zu denjenigen, die im Sport noch eine Herausforderung suchen. Ich möchte mal später wissen, was ich zu leisten imstande gewesen bin. Meinetwegen eine Zeit XYZ im Marathon. Das ist ja so, die biologische Uhr tickt rückwärts. Und die Jahre, die das noch gehen kann, sind begrenzt. Wenn Sie also sagen, auch der Griff zu leistungssteigernden Mitteln dient vor allem dazu, an die Grenzen zu kommen, an die eigene Leistungsgrenze. Auf jeden Fall. Denn ich bin kein Profi. Ich habe nicht die Möglichkeit, 3-mal am Tag, 4-mal am Tag zu trainieren. Ich muss sehen, dass ich meine Leistungen eben auf andere Art und Weise anpasse. Und da ist mir dann auch dieses Mittel recht. Aber Frank kennt auch Grenzen. Dennoch ist bei ihm Doping zum Alltag geworden. Und er ist nicht allein. Untersuchungen zum Dopingmissbrauch von Hobbyathleten gibt es kaum. Über deren Anzahl ist nicht viel herauszubekommen. In Darmstadt hat ein Wissenschaftler versucht, etwas Licht in die Schattenwelt des Sports zu bekommen. Dr. Mischa Kleber hat eine mehrjährige Studie durchgeführt, hunderte Breitensportler vertraulich befragt, Vereine, Fitnessstudios aufgesucht, anonyme Umfragen gestartet. Sein Ergebnis? Vor allem die über 30-Jährigen sind anfällig für Doping. Kleber rechnet vorsichtig und kommt auf etwa 1 Million dopende Sportler in Deutschland. Wie waren die Reaktionen auf Ihre Ergebnisse? Es gab vehementen Protest, was meine Studie anbelangt. Dahingehend, dass man eben einfach diese Thematik nicht bereit ist anzugehen. Man kommt mit der Doping-Thematik im Hochleistungssport schon nicht zurecht. Und wenn man jetzt noch das Bewusstsein dafür entwickelt, dass diese Problematik auch im Breiten- und Freizeitsport existent ist und dass hier Hunderttausende zu verschreibungspflichtigen Medikamenten greifen, um sich als Hobbysportler einen kleinen Vorteil bei kleineren Sportveranstaltungen zu verschaffen. Das ist natürlich ein Fass ohne Boden. Vielen gehe es nur noch um Erfolg um jeden Preis. Ersatzbefriedigung, weil die wirkliche in Beruf und Familie ausbleibt. Zunächst einmal ist es meines Erachtens ein Trugschluss, dass Sport und Gesundheit irgendwie zwangsläufig zusammengehören. Denn Sport kann auch alles andere als gesund sein. Gerade ab einem bestimmten Leistungsniveau kippt die Sportambition dann irgendwann um in einen Leistungsfetischismus. Da wird es dann bedenklich. Und da entstehen dann auch bestimmte Suchtgefahren. Die Wahrscheinlichkeit wird immer höher, dass man zu irgendwelchen dubiosen Präparaten greift.
In Dresden kennt man sich gut aus mit dubiosen Präparaten, die mit erheblichen Risiken verbunden sind. Es ist eines von 35 Anti-Doping-Laboren weltweit. Detlef Thieme forscht an Dopingmitteln, um deren Missbrauch im Sport nachweisen zu können. 7.500 Analysen macht er pro Jahr. Immer häufiger bei vom Zoll beschlagnahmten Mitteln. Dabei hat er festgestellt, wie unterschiedlich die Qualitäten der Dopingmittel sind. Können Sie nachvollziehen, dass ein Sportler, so wie wir ihn kennengelernt haben, sagen, ihm ist es zu gefährlich, im Internet zu bestellen? Er möchte lieber Apothekenware haben. Das ist eine Risikonutzenberechnung. Es ist ja so, dass die Präparate, wenn sie in der Apotheke gehandelt werden, auch deutlich teurer sind. Dafür aber eine nachvollziehbare Qualität haben. Dass das also ein Sportler, der also auch wirklich großen Wert auf seine Gesundheit legt, mit gewissen Vorbehalten bestenfalls macht, das kann ich absolut nachvollziehen, denn die Quote an Fälschungen bei Präparaten aus dem Internet ist doch beachtlich, nach unseren Schätzungen so 30-40%. Im besten Fall sind die Dopingmittel wirkungslos, aber leider häufig gefährlich hoch dosiert oder sie enthalten nicht angegebene Wirkstoffe. Das Risiko für die dopenden Sportler verschärft sich dadurch. Die Wechselwirkungen sind nicht einschätzbar. Die Folgen spürt man meist erst Jahre später. Ähnlich wie beim Raucher, der ja auch nicht bei der ersten Zigarette sofort die Krankheitssymptome verspürt, so ist es auch bei demjenigen, der anabole Steroide missbraucht. Wenn sie in Größenordnung überdosiert und missbraucht werden, wie das ja in diesem Klientel üblich ist, also das 6- bis 40-fache der normalen körpereigenen Produktion, dann zeitigt das also wirklich gravierende Nebenwirkungen. Und die sieht man nicht sofort, sondern die sieht man erst mit einem zeitlichen Abstand von Monaten und Jahren, wenn es dann im Regelfall schon zu spät ist. Thieme empfiehlt uns die Rechtsmedizin in München. Dort könne man die Folgen von jahrelangem Dopingkonsum sehen. Einer der renommiertesten Pathologen Deutschlands, Professor Matthias Graf. Wenn er die Todesursache bei einem muskulösen, scheinbar gesunden Körper klären soll, ist er stets misstrauisch. Hier haben wir jetzt ein frisch fixiertes, deutlich vergrößertes Herz, das jetzt auf die weitere Untersuchung noch wartet. In vielen Fällen findet er seinen Verdacht bestätigt. Doping bleibt nicht folgenlos. Ja, er muss befürchten, dass er dauerhafte, krankhafte Veränderungen der inneren Organe, insbesondere des Herzens und des Kreislaufsystems, erleidet, an denen er früher stirbt, als es eigentlich von seinem biologischen Alter her vorgegeben wäre. Mhm. Wenn Sie hier das plastinierte Modell eines Herzens nehmen, dann sehen Sie, dass wir hier in der linken Kammer, die regelrecht ausgeformt ist, eine Kammerwandstärke von ungefähr 1,2 Zentimeter haben. Mhm. Wenn man dieses ganze Herz nimmt und wiegt, dann kommen wir jetzt auf ein Gewicht von ungefähr 270 Gramm. Das entspricht einem schlanken Erwachsenenherzen. Wenn wir dagegen ein vergrößertes Herz nehmen, dann fällt auf, dass insgesamt das Volumen viel größer ist. Und wenn man dieses Herz nimmt und wiegt, dann zeigen sich hier ein Gewicht von 650 Gramm, also mehr als eine Verdopplung, fast eine Verdreifachung des Gewichtes. Die Größe bedeutet nicht automatisch auch eine große Leistungsfähigkeit, sondern im Gegenteil. Sobald eine gewisse Größe überschritten ist, ist damit zu rechnen, dass das Herz seine Funktion einstellt. Der durchtrainierte Athlet merkt oft gar nicht, wie krank er eigentlich ist. Er fühlt sich stark und gesund. Das ist das Heimtückische beim Doping. Wir sehen es immer wieder und in den letzten Jahren wohl gehäufter als noch vor 10 oder 20 Jahren. Aber das ist ja auch ganz plausibel. Es ist ja eher eine Modeerscheinung. Todesursache Doping. Daran muss man sich erst gewöhnen. Wir haben erfahren, dass immer mehr Dopingmittel nach Deutschland kommen und von immer mehr Hobbysportlern genommen werden, mit schweren gesundheitlichen Folgen. Droht da nicht eine Kostenlawine? Muss die Politik da nicht handeln? Wir fragen beim Gesundheitsministerium nach. Das Ministerium hatte erst vor wenigen Monaten eine Untersuchung in Auftrag gegeben, die Kolibri-Studie. Wie beurteilen denn Sie das Bundesgesundheitsministerium, die Situation und die Relevanz dieses Themas?
Also wir halten es natürlich für ein Thema, wo wir aufpassen müssen. Aber wir halten es auch medial für deutlich überbewertet. Denn wir haben in der Vergangenheit uns natürlich bemüht, entsprechende Studien auch auf den Weg zu bringen, Kolibri zum Beispiel, und mussten feststellen, dass es natürlich ein Problem gibt, aber bei weitem nicht in der Größenordnung, wie es sehr oft berichtet wird. In dieser Kolibri-Studie fragte das Ministerium Bürger, Sportler und auch Nichtsportler ganz offen, ob sie Dopingmittel nehmen, also nach dem Gesetz eine Straftat begehen. Die Rückmeldung war gering. Kein Wunder, dass Experten diese Vorgehensweise und somit das Ergebnis kritisieren. Gut, das ist natürlich sehr blauäugig, diese Vorgehensweise, weil die Kolibri-Studie meines Erachtens so breit angelegt ist, dass im Vorfeld schon klar war, dass es hier keine brisanten oder Ergebnisse geben wird, die auch nur im Ansatz die Realität abbilden. Auch im Dresdner Anti-Doping-Labor ist man skeptisch bezüglich dieser Studie. Die Diagnose der Studie widerspricht also einfach dem täglichen Bild der Sicherstellung, die die Ermittlungsbehörden tagtäglich uns liefern. Räumlich liegen im politischen Berlin 1 Kilometer zwischen dem Gesundheitsministerium und dem Büro des Abgeordneten Peter Dankert. Inhaltlich sind es Welten. 11 Jahre lang saß Dankert im Sportausschuss des Bundestags, ist einer der Vorreiter im Anti-Doping-Kampf. Auch er widerspricht heftig. Wir haben einen Medikamentenmissbrauch, vor allen Dingen bei Jugendlichen. Aber das wirkt sich noch nicht so messbar aus. Man erkennt die latente Gefahr. Die Fachleute haben da auch eine ganz andere Auffassung als das Bundesgesundheitsministerium. Aber da es kein Feuer unterm Dach gibt, wie ich gesagt habe, fühlt man sich nicht veranlasst, da jetzt neue Themen aufzugreifen. Doch früher oder später drohen dem Gesundheitssystem immense Kosten. Das ist eine Milliardensumme, die wir da zu befürchten haben. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist auch nicht eine überhöhte Zahl, um hier Ängste zu betreiben. Wir haben rund 278 Milliarden in unserem Gesundheitssystem. Und wenn wir davon ausgehen, dass vielleicht 10% durch solchen Medikamentenmissbrauch zusätzlich entsteht, dann das ist eine gewaltige Summe. Nach Dankerts Rechnung wären das 28 Milliarden. Eine Summe, die schockiert. Der Zoll hat uns eingeladen. Eine Lagerhalle in Hessen. Der Ort muss geheim bleiben. Hier haben Zollfahnder die beschlagnahmten Dopingmittel der letzten Monate gesammelt. Der geschätzte Schwarzmarktwert etwa 15 Millionen Euro. Abgefangen, bevor diese Mittel von Hobbyathleten und Sportlern gekauft werden konnten. Dopingmittel, Kisten, Paletten, ja tonnenweise. Alles, was einen schneller, stärker und besser macht. Selbst das berüchtigte Dopingmittel der DDR, Oral-Turinabol, ist darunter. Betrügende Sportler kennen keine Skrupel. Ein Randproblem sieht anders aus. Auch in diesem Jahr ist wieder eine Zunahme zu erkennen. Wir haben eine Steigerung im Vergleich zum letzten Jahr an Ermittlungsverfahren auf dem Anabolika-Sektor von 380%. Und es scheint wohl auch in diesem Jahr die Tendenz weiter in die Höhe zu gehen. Selbst langgediente Zollbeamte haben solche Mengen noch nicht gesehen. Die sichergestellten Medikamente und Wirkstoffe werden in einer Verbrennungsanlage vernichtet. Dabei wissen die Fahnder, es ist bloß ein Bruchteil der Dopingmittel in Deutschland. Ob Dopingmittel auch den Hobbysportlern in Regensburg geholfen haben? Niemand konnte oder wollte es uns sagen. Die meisten haben ihr Ziel erreicht. Mehr oder weniger gut. Die wenigen Kontrollen an diesem Tag waren alle negativ. Dennoch ist Doping in Deutschland weit verbreitet, wie wir gesehen haben. Kaum Kontrollen, freie Verfügbarkeit der Mittel und die Sucht nach Erfolg. Trotz teils lebensgefährlicher Risiken, auch im Breitensport, setzen immer mehr auf die tägliche Dröhnung.